Mein Name ist Sven Fuster B. Ich bin auf dieser Fahrt Ihr Zugführer. Ich habe noch einen Job, diese eine Kuppel hier zu drehen. Und ab und an mal darauf zu achten, dass wir nicht zu blöd Karacho fahren. Ansonsten, wenn ich Tempomat einschalte, auf dem Weg kann ich eigentlich. Kann ich auch spazieren gehen, kann ich aus dem Fahrzeug springen. Kann ich spazieren gehen. Muss nur irgendjemand irgendwann die Bremse drücken. Schön, dass ich immer Belohnung dafür kriege, dass unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahre. Na, das tue ich gerade nicht mehr. So, jetzt hier. Das dürfen wir wieder ein bisschen. Dürfen wir schneller fahren. Außerorts. Allerdings nicht zu lange. Weil das ist. Der nächste Ort ist schon in der Nähe. Da haben wir schon 2,7 Kilometer. Muss man mal gucken, dass wir nicht zu viel Fahrt aufnehmen. Aber so ein bisschen waschen können wir schon was. Wenn wir das hier unter Kontrolle halten. Belohnung fürs Langsamfahren. Ich weiß nicht, ob das der beste Service ist. Nicht, dass ich dauernd Belohnung fürs Langsamfahren kriege. Naja, das ist wahrscheinlich nicht der pünktlichste Zug, den ich hier. Fahrplan gültig, also ich bin scheinbar noch. Okay, ich sollte mal schnell. Ja, 1 Kilometer haben wir noch jetzt hier. Kommen wir auch mal mit 70. Und mit 70 mit 100 Sachen in den Hauptbahnhof einfahren. Können wir mal versuchen. Vollbremsung. Kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Müssen wir hier die Bremse lösen. Das lässt das Spiel wahrscheinlich in dieser Übung nicht zu. Ja, jetzt doch mal runter hier. Mit 80 sollten wir hier nicht. Noch 400 Meter, aber. Meter hier und langsam ankommen, runterfahren, 30 km/h. Na komm. Heute parken wir mal richtig ein. So, sehr schön. Komm zum Stehen. Na, das war nicht richtig, aber. Immerhin. So, Türen und Riegeln. Linke Seite. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Meine Damen und Herren. Hier spricht der Zugführer. Ach, hier haben wir so ein Gerät. Können wir sprechen. Ach ja, was haben wir hier? Wo sind wir? Schau mal kurz. Stolberg. Stolberg sind angekommen. Oh, sieht auch nicht übel aus hier. Muss man schon sagen. Auf Köln kann man sich freuen. Oh, ich glaube, sind alle drin, die reingehören. Na dann, wollen wir mal. Ja, Aachen. Nach Aachen wollen wir nicht. Wir halten in Köln. Endhaltestelle Köln. So, Tür und schließen.
So, auf geht's. Schuf, schuf. So, nächster Halt, Elendorf. 4,5 Kilometer liegt das weg, meine Damen und Herren. Auf geht's. Voraus. Also wir können Gummi geben. 105 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Los geht die Reise. Das rote Megafon ist dann für den Fall, wenn man eine Notbremse. Für den Fall, dass wir hier mit 100 Sachen im Bahnhof einfahren. Müssen wir dann wohl was drücken können. Dann machen wir dann hier. Wenn wir dann abrupt stehen. Nun kann man 6% steigen. Boah. Easy. So locker. Jetzt mal langsam hier ein bisschen. Tempomat rein. Nee, bei 2 Kilometern. Wenn wir wieder eine 7 Kilometer Strecke haben, dann können wir wieder. Dann machen wir wieder Tempomat rein. Jetzt müssen wir hier. Vielleicht gucken, dass wir wieder runterkommen. So langsam runterkommen. Ein bisschen. Und runter hier mit. Runter, 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 runter. Fünfzig, vierzig. Ja, können noch ein bisschen. Noch ein bisschen Gummi hier. Sind noch nicht da. Na komm. Wir müssen noch mal. Einen Meter. Sorry, meine Damen und Herren. Kurz technische Schwierigkeiten. Wir sind gleich am Bahnhof. Wir landen gleich in Elendorf. Einen Augenblick Geduld noch. So, hier. Locker. Da zu stehen kommen. Ja, 30 Meter vom Ziel. Das muss noch geübt werden. Sehr schön. Ich gucke nochmal nach, ob es sicher ist. So, schön auf. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und wir warten noch. Aussteigen. Halt einsteigen. So. Ich bin mal ganz freundlich. Ich gucke mal hier. Ich gucke hier mal natürlich raus. Ist hier noch jemand? Ja. Ich glaube, es sind alle drin, die müssen.
dringt jetzt keiner mehr in die Türen rein. So, können wir die Türen verschließen. Türen dicht. Und unser nächster Halt auf dieser Reise ist Aachen-Roterde. Da waren wir schon, da war ich schon auf meiner ersten, da habe ich meine ersten kleine Story an alle Fahrgäste, die ich jetzt dabei habe. Da habe ich meinen ersten Praktikumstag, doch meinen ersten Ausbildungstag gehabt. Das war meine erste Übungsstrecke. Da kenne ich mich aus wie. Auf der Strecke kenne ich mich aus wie meine Hosentasche. Also. Auf geht's. Ich setze gerade ab und zu mal ein bisschen Startschwierigkeiten. Haben Sie einen Moment Geduld. So, geht doch. Und auf geht die Fahrt nach Aachen-Roterde. Luftfeuchtigkeit heute ist 27% bei sonnigem Wetter. Und keine Aussicht auf Regen. Es wird sonnig bleiben. Jetzt können wir mal ein bisschen Dampf geben hier. Ein bisschen Gummi. Sehr schön. Okay, jetzt bist du mal langsam runter hier. Da sehen wir schon den Bahnhof. Bei 900 Metern. Okay, ein bisschen Gas müssen wir noch geben hier. Ein paar Meter sind es noch. Und jetzt kommt runter vom Gas, runter vom Gas, runter vom Gas. Uha! Aber schnell. Na komm, das schaffen wir vielleicht schon so richtig. Auf den Meter genau. Ah, fast. Ja, auf den Meter genau guckt das hier keiner. So. Ausstieg in der Fahrtrichtung links. Bahnsteig ist frei. So, alle mal aussteigen. Dann geht es mitgefahren sind. Und einsteigen. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Aachen oder? Stand scheinbar hier drin. Ich dachte, wir fahren nach Köln. Da steht Aachen. RE9 nach Aachen. Tja, fahren wir wohl nach Aachen. Da sind wir ja gleich da. So, Türen verriegeln. Der Bim.
Türen zu. Sehr schön. Aachen Hauptbahnhof. Das ist die nächste Haltestelle. Ja, scheint auch zu sein. Okay. Na dann. Meine Damen und Herren, die Zugfahrt wird wahrscheinlich gleich ein Ende nehmen. Wir erreichen gleich unseren Zielbahnhof, Aachen Hauptbahnhof, in wenigen Kilometern. So. Let's go. Ja. Das muss ich ja noch ein bisschen lernen. Die Startprobleme dieses Zuges sind unergründlich. Ja, dieser Zug verspätet sich um ein paar Minuten. Na komm, wir müssen es doch einmal starten. Eine erfolgreiche Fahrt. Ansonsten ist ja alles für euch, ist alles. Läuft. Hauptschalter ist an. Vorwärts. Ach so, ich habe noch nicht gehupt. So, jetzt. Belohnung erhalten. Ich fände es ganz toll, wenn wir den Wagen mal hier zum Fahren kriegen würden. Meine Damen und Herren, der Zugfahrer kriegt den Wagen nicht zum Fahren. Ja. Es gibt hier einen kleinen. Und kleine Schwierigkeiten. Hauptschalt ist ein geschlossen. Das klang doch schon gut. Ja.
So. Die Bremse ist gelöst. Ist der Strom alle oder was? Türen noch nicht. Ich höre schon die. Ich kann mich nicht bewegen. Türen sind zu. Ach, die Türen auf der anderen Seite sind noch offen. Ja, das ist ja wohl klar, warum wir noch nicht losstarten können. Und ich wundere mich hier. Anfänger am Werk. Die rechten Türen müssen noch geschlossen werden. Verzeihung, meine Damen und Herren. So, alle Türen zu. Sehr schön. Verzeihung für die kurze Verspätung. Ladies und Gentlemen. Jetzt muss man hier wieder die Deutsche Bahn. Entschuldigung. So, ja, jetzt ordentlich. Auf geht's. Jetzt geht der Motor. Jetzt, wo die Türen auch wieder zu sind, können wir losfahren. So, 1,5 Kilometer nur. Wir sind schon fast da. Dann bedanke ich mich schon mal, dass Sie die Reise mit mir angetreten haben. Es war mir eine Ehre, für Sie gefahren zu sein. Bewerten Sie diese Reise positiv mit einem Däumchen nach oben. Sollte es Ihnen gefallen haben, lasst Sie dem Zugfahrer noch eine positive Bewertung auf YouTube da und schauen Sie auch mal auf dem Twitch-Channel des werten Zugführers vorbei. Und haben Sie vor allem noch einen angenehmen Tag und lassen Sie es gut gehen hier in Aachen oder auf der Brücke dorthin. Wir bedanken uns bei allen Mitfahrenden und entschuldigen uns für etwaige Verspätungen aufgrund von Unfähigkeiten, Unzulänglichkeiten des Fahrers. In wenigen Minuten erreichen wir den Aachener Hauptbahnhof. Dort haben sie Anschluss zu den Zügen RE Schlachtmechtod nach Magdeburg Hauptbahnhof über Emmeskirchen und den ICE 97 nach Köln Hauptbahnhof um 17.50 Uhr. Wir bedanken uns für Ihre Treue und Ihren Rundfunkbeitrag. Ja. Haben Sie noch einen angenehmen Tag in Aachen. Ist doch rechts, ja. Oh. Können wir außen lang gucken.
Ich weiß nicht, was genau ich gerückt habe, aber ja. Kommt mal raus, mal gucken. Oh, okay. Das war meine Fahrt von Schlag mich tot nach Aachen. Ich bedanke mich. Zeit benötigt 44 Minuten. Zugelegte Entfernung 29,6 Kilometer. Gegangene Entfernung 63,35 Meter. Da 5 bin ich schon geworden. Was haben wir denn hier? Geschwindigkeitsbeschränkungen haben wir doch, ja, versucht einzuhalten. Achso, ihre Geschwindigkeit, das war die. Ja, da sehen wir. Ach, geplant 12:19, 12:21. Ein bisschen Verspätung. Mit 1-2 Minuten Verspätung angekommen. Und am Endbahnhof, Aachen Hauptbahnhof, sind wir mit satten über 10 Minuten Verspätung angekommen. Aber das ist bei der Deutschen Bahn. Das ist. Ach, das ist. Haben wir, wenn ich jetzt richtig sehe, hier 14 Minuten Verspätung am Aachen Hauptbahnhof, aber es ist doch alles noch am Rahmen des Erträglichen. Das ist jetzt alles für die erste Fahrt und das beim, ja, Deutsche Bahn ist doch nix. So, von Langerwehne war der erste Hauptbahnhof, erster Ansteig nach Aachen. Düren hieß, glaube ich, das erste, wo wir angefangen haben. So, na dann bedanke ich mich vielmals nochmal fürs Zuschauen auf YouTube. Wie gesagt, Däumchen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben und ja, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin habt ihr noch eine angenehme fürstliche Zeit. Haut rein und gute Fahrt. Allseits eine gute Fahrt. Ja. Bis dann, ciao.